Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von der FIFA 14 Demo. Mein Name ist Alex und ich heiße euch hier recht herzlich willkommen. Ja, das war noch wieder so ein Einstand, so ein Saukomia. Oh, da steht was von Neuerungen. Die erste Folge ist bereits vorbei, die könnt ihr euch anschauen. Ich weiß nicht, ob ich das oben links verlinke oder nicht. Auf jeden Fall könnt ihr euch die anschauen. Erlebe mit FIFA 14 die Faszination fantastischer Tore. Das habe ich doch schon gesehen. Mist. Also ich wollte mir jetzt mal ausnahmsweise mal Dortmund holen. Nicht, weil ich Dortmund-Fan bin. Nein, ich bin immer noch Bayern-Fan, sondern weil es eine deutsche Mannschaft ist, ja. Und ich würde sie gerne mal ausprobieren. Lassen wir sie mal gegen Manchester City spielen. Dafür gehe ich aber diesmal auf Halbprofi. Ich muss mich immer noch an dieses Spiel gewöhnen. Ich habe es noch nicht ganz so rausbekommen, wie das funktionieren soll. Also noch nicht alles. Und ich muss mich erstmal wirklich reinarbeiten quasi, ja. Einspielen. Gündogan haben sie erheblich verbessert, 85. Der wird jetzt bei Ultimate Team wahrscheinlich richtig viel kosten. Im Mkhitaryan, der wird wahrscheinlich auch richtig kosten, weil er so brutal ist. Die haben nicht mal ein Bild von dem drin. Warum haben die kein Bild von dem drin? Das wird bestimmt noch nachgeliefert. Aber also für FIFA 14. Shahin ist. Ne? Aubameyang natürlich. Ich weiß auch nicht, soll ich so spielen oder mit zwei Spitzen? Dieser Hofmann, der ist auch ganz gut anscheinend in echt. Oliver Kirsch. Oh. Amini. Ach Gott, den kenne ich vom Manager 13. Der ist sau komisch. Der sieht komisch aus. Sokratis. Nein, Sokratis ist doch nicht. Der hat bestimmt 82, 83 verdient. Und Subotic ist auch langsamer. Hummels ist noch langsamer. Weidenfeller am Tor, das verstehe ich bis heute nicht, warum die sich keinen neuen Torwart kaufen. Aber egal, wir spielen einfach mal. Weidenfeller hat jetzt 83, das macht noch weniger Sinn. Flachpass. Ja. Nein. Nein. Wo spielt denn der hin? Geht doch. Ach, da oben hin. Egal. Ich habe jetzt keine Lust auf diese Minispiele. Ich höre immer noch das Kommentar. Das gibt's doch, ich habe das doch ausgestellt. Ich habe das doch ausgestellt. Da ist es. Ist ausgestellt. Warum höre ich das trotzdem? Ah, es waren die Durchsagen wahrscheinlich. Egal. Spiel fortsetzen. Bin mal gespannt, wie sich Dortmund spielen lässt. Ich meine, ich habe die zwar schon auf der Xbox One ausprobiert, aber wird wahrscheinlich noch ein bisschen anders werden. Oh, Jesus Navas. Oh, Lewandowski. Oh, Lewandowski ist schon durch. Das gibt's doch nicht. Alter, der sieht ja fast aus wie in echt. Aber Tore schießen in echt oder nicht? Ah, oh, wir hatten ja das Ding da noch daneben bekommen. Der muss doch drin sein. Wenigstens habe ich auf Halbprofi mal irgendeine Chance hier durchzukommen. Muss mich an das ganze Spiel erstmal noch gewöhnen, ey. Ist echt krass. Die Umstellung ist schon wieder so heftig von der Steuerung her, finde ich. Zumindest mal ist die Steuerung für mich ganz anders. Ich komme damit noch nicht so klar. Geh mal ab, Mkhitaryan. Oh, Pfosten. Ja, BVB. Scheiße, das Wort darf ich nicht sagen. Egal, denkt euch was drauf. Wenn es immer noch diese Gesänge gibt, dann müsste ich die einfach nur als Schmähgesang für Dortmund einstellen. Geh mal ab, Lever, ne, Mkhitaryan, ups, oder?
Ich habe gedacht, ich hätte mit Mkhitaryan den Pass gebracht und dann hätte ich Lewandowski in Szene setzen können. Götze ist ja nicht mehr da. Götze spielt ja bei Bayern. Boah. Sergio Lionel Aguero. Ich denke irgendwie immer noch, dass Balotelli da spielen würde bei Manchester. Dabei ist er doch beim AC Mailand. Oh, durch die Lücke. Genau das ist, was ich meine. Was ich in dem Interview mit den Soccer Dudes erzählt habe. Genau das ist das, was ich meine. Die Leute, also die Stürmer bieten sich in den Lücken an. Schaut euch das mal an. Jetzt pass auf. Fängt an, er sagt jetzt schon Spiel vor und dann spielst du durch und dann ist er auch da. Bei FIFA 13 ist er einfach stehen geblieben und war nicht mehr da. Das finde ich gut, da kannst du so. Oh, 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 oh. Ulig. Dann kannst du jetzt auch mal richtige Pässe durch die Lücke spielen. Endlich mal. Das finde ich wirklich gut gemacht. Und das da war jetzt irgendwie komisch, was der Verteidiger gemacht hat, ich weiß es nicht. Egal, Hauptsache 1-0. Ich will aber noch ein Tor schießen, weil ich will noch ein paar Jubel ausprobieren, die ich so gesehen habe, die mir gut gefallen. Mein Lieblingsjubel haben sie aber anscheinend verlegt auf eine andere Taste, weil der ist irgendwie weg. Also da gibt es jetzt eine andere Kombination dafür, glaube ich. Ich hatte ja vorher mal diesen Hacke an Hacke oder Hack to Hack oder Flick to Flick oder was weiß ich, wie das Ding heißt. Dieser, also der Jubel, den kennt ihr bestimmt, der, wo er seitlich hochspringt, die Beine zusammenklatscht und dasselbe auf der anderen Seite auch wieder macht. Den hatte ich ja nur noch gemacht, den Jubel. Boah, Lars Bender. Oder ist das Sven Bender? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube Lars Bender. Sven Bender spielt meines Wissens bei Leverkusen. Ich kann die zwei sowieso nicht auseinanderhalten. Ah! Komm, geh ab. Piszczek, das ist deiner. Oh, läuft er vorbei. Oh! Das war aber eh Abseits, oder? Nein, es war kein Abseits. Wow, yay! Was macht er jetzt? Robert Lewandowski. Was war denn das bitte für ein geiler Pass? Mal ganz ehrlich. Da schaut euch das mal an. Jetzt sprintet er durch und dann bopp. Auf einmal ist er ganz durch. Schauen wir mal auf der Höhe von Lewandowski. Ne, auf der Höhe. Wann kommt der Pass? Jetzt. Jetzt kommt der Pass, oder steht er ganz klar nicht im Abseits? Ah, das ist cool, wie die Leute sich freilaufen. Das gefällt mir richtig gut so. Aber ich habe auch keine Lust, jetzt Ewigkeiten auf Halbprofi zu spielen, natürlich. Oh, was pfeift der ab? Was soll das? Ich hätte noch Tor geschossen. Mensch, Lewandowski und Mkhitaryan. Mkhitaryan. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig aussprechen soll. Ich muss aber erstmal was trinken, sonst sterbe ich gleich. Ja, das 2-0, das ist halt quasi unhaltbar. Es sah zwar ein bisschen komisch aus, aber egal. Da kann man auch wieder diese individuellen. So, warte mal. Wie sieht's normal aus? Reus links. So gefällt's mir aber auch ganz gut. Oder so? Nein. So ist gut. Aber dann müssen wir sie ändern, und zwar im Mkhitaryan dahin, Reus dorthin. Dann machen wir das so. Der hat auch 4 Sterne, glaube ich. Ja. Warum Lewandowski 4 Sterne in Spezialbewegung hat, das verstehe ich nicht. Das macht gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Gündogan okay, aber. Na gut, Gündogan auch nicht unbedingt, aber trotzdem, ich verstehe das nicht. Wieso? Was hat der für eine Position? ZM, ZDM, ZOM. Machen wir Bender mal raus und bringen dafür Aubameyang ins rechte Mittelfeld. Genau, so.
Spiel fortsetzen. Aubameyang muss man natürlich ausprobiert haben. Da ist er. Pierre-Emerick Aubameyang. Das Gesicht von ihm sieht gar nicht so aus wie er irgendwie. Aber vielleicht bekommen die das ja auch noch irgendwie hin. Vielleicht ist er ja wenigstens so schnell wie in echt. Alter Vater, flitzt der, ey. Der geht ab. Oh, was macht der denn da? Da wäre er fast noch dran gekommen. Hä? Ich höre die ganze Zeit den Fangesängen zu und verstehe die ganze Zeit nur Ladi, 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 oh, BVB. Und dann halt, ja. Aber irgendwie macht das keinen Sinn. Erstens, weil die Gegnerfans Engländer sein müssten. Und zweitens, weil die Brussen das nicht über sich selber singen werden. Und ich drittens auch nicht denke, dass FIFA diese Hardcore-Schimpfwörter hier reinbringen wird. Oh, was macht denn der? Der läuft ja ganz woanders lang. Was sollte das? Geh ab jetzt. Geh ab, Lewandowski. Mist. Oh, den kriegst du noch. Jawohl, nochmal hin. Ah. Marco Reus hinterher. Oh. Hand! Ja, hat er auch gesehen. Gut so. Jetzt erstmal einen Freistoß ausprobieren. Hoffentlich ist es noch eine gute Position. Fernandinho raus und Gareth Barry rein. Lewandowski nein. Reus hat eine gute Freistoßtechnik. Oh, der steht ja schon lange da. Wie soll man denn so einen Ball reinbekommen? Der Ball ist ja nur mit 2 Stundenkilometer angekommen. Oh, schöner Ball auf Mkhitaryan. Schieß! Ah! Schieß doch früher, Mensch! Foul! Das muss der Schiri doch sehen! Ich habe noch kein Tor geschossen, das gibt's doch nicht. Also in der zweiten Halbzeit, meine ich natürlich. Was singen die da die ganze Zeit? Ich verstehe kein Wort. Ich glaube, ihr werdet es aber auch nicht verstehen, weil ich nachher den Ton so regulieren werde, dass man eher mich hört als die Stadionlaute. Oh, leck, da hätte der Stürmer doch schon längst reagieren können. Oh, perfekt. Nee! Och Gott, nee. Ich wollte den Ball rüberpassen und habe auszusehen. Noch LB, nee, nach vorne gedrückt und LB. Oh. Oh. Jetzt pfeift er ab. Mist. Ah. Aber ich muss sagen, gefällt mir eigentlich sogar ganz gut, die Demo. Oder das Spiel an sich. Man muss sich halt nur dran gewöhnen, an die neue Steuerung. Deswegen kann ich jetzt erstmal nichts anderes spielen als Halbprofi, bis ich mich da dran gewöhnt habe. Und dann geht's mal zum Profi und dann schaut man mal weiter, ne? Ja, das wäre dann die Bewertung. Diesmal ohne Spielerbilder. Bisschen schade finde ich das, aber gut, sieht trotzdem gut aus. Ja, gut, alles klar. Dann gehen wir jetzt
das Spiel beenden. Und dann sage ich erstmal nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir dann mal so ein Ultimate Team Match machen. Bis dann. Ciao. Euer Alex. Musste gehen, sorry. Ciao.